Guten Tag. So, heute mit ein bisschen Schatten hier über den Augen, aber es macht auch nicht viel besser. Ich habe mir gedacht, ich mache nochmal ein kleines Video, so ein Chill mit mir Video. So ein einfach mal laut denken und mal gucken, was dabei so rauskommt. Und einfach mal erzählen, was in der letzten Zeit so in meiner Wahrnehmung so alles passiert und passiert ist und wie sich das so gestaltet. Ja, ich bin erstmal wieder hier im Pool. Einfach ein schöner Arbeitsplatz und bin halt auch einfach gerne hier wieder auf der Finca bzw. auf diesen zwei Fincas hier, weil diese Ruhe hier so einfach wunderschön ist. Und die habe ich halt in der letzten Woche halt auch was für mich sehr Bemerkenswertes festgestellt und erleben können. So. Es hat sehr, sehr viel mit Urvertrauen zu tun. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen drüber erzählen. Und zwar war das in der letzten Woche so, na, ich hole ein kleines bisschen mehr aus. Es ist jetzt schon seit ungefähr einem Monat so, dass da eigentlich zwei Bücher unbedingt von mir geschrieben werden wollen und richtig Nerven sich wirklich sehr in meinen Fokus gedrängt haben, in Form von ganzen Passagen, die mir dann durch den Kopf gingen, und ich wusste, das ist dazu da, damit ich das aufschreibe. Und dazu brauche ich aber eine gewisse Muße und eine gewisse Ruhe, und dann muss ich in den Schreibmodus gehen. Und das konnte ich eine Weile nicht, weil ich halt eine Herausforderung hatte, in der es darum ging, halt bis zum Monatsende 400 Euro klar zu machen, damit ich die Versicherung für die Serenity bezahlen kann. Und das hat mir halt eben, das war ein ordentlicher Brainfuck. Das war, das kann einen so rausreißen, dass man locker 3 Wochen nicht mehr seinem Weg folgt, sondern 3 Wochen irgendwelche Dinge tut, um etwas zu lösen, von dem man Angst hat, das sogar irgendwie schon ausgedrückt hat, dass das zu Sachen passiert, die wir nicht erleben wollen. Ja, in dem Fall war es halt eben, dass ich die Serenity als Zuhause, als mobiles Zuhause nicht verlieren möchte. Und dann gab es natürlich Alternativen. Dann habe ich gesagt, okay, gut, kann sie ja dann einfach auf terranischen Nummernschildern weiterfahren. Habe aber ehrlich gesagt gerade kein so besonders gutes Gefühl damit, weil solange ich der Einzige bin, der damit rumfährt auf dieser Insel, ist es nach wie vor, ne, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr zu machen, weil ich das schon habe. Ich kann das, aber es macht, also, ne, wenn da 5, 6 andere Leute oder 10 dann auch mitmachen würden, dann wäre das für mich auch nochmal ein ganz anderer Ansporn. Aber solange ich dann wieder alleine dann damit da rumfahre, muss ich ganz ehrlich sagen, verbringe ich meine Zeit lieber gerade dann damit, mich nicht um sowas zu kümmern, sondern um halt eben das zu tun, was ich liebe. Ich bin halt auch sehr dankbar jetzt für diesen Spruch, den ich da gerade gesagt habe, der jetzt auch nicht neu ist. Ne? Und in der Gruppe Tu, was du liebst, bin ich offensichtlich auch schon relativ lange drin im Facebook. Bin aber im Zuge, also pass auf, ich steig nochmal genau dahin, wo ich letzte Woche Montag dann war, nämlich aufgewacht bin, schon mit komischem Ziehen. Und jetzt musst du aber gucken, dass du diese 400 Euro zusammenbekommst und bla bla, sonst gibt das Ärger und keine Ahnung. Und ich dann irgendwann sag so, Moment mal, so geht das nicht. Das kann so nicht funktionieren. Du musst tun, was du liebst. Du musst Bücher schreiben, Junge. Und alles, was dich davon abhält, bringt dich gerade nicht in die Richtung, in die du möchtest. Und so habe ich dann halt einfach folgenden Schritt gemacht. Ich habe mir letztendlich das Geld geliehen und habe damit einfach wieder Luft gehabt. Das reichte schon, einfach die Anfrage zu stellen,
bei einem Freund, ob er es mir leihen kann, der dann wirklich einen Tag später überhaupt erst geantwortet hat mit, kann ich dir nicht genau sagen, wenn es geht auf jeden Fall, aber ich weiß gerade nicht, ob es geht. Aber das reichte für mich auf jeden Fall, den Montag schon mal davon auszugehen, dass das funktioniert und den Montag frei, einen freien Kopf zu haben. Und ich habe angefangen, das Buch zu schreiben. Das getan, was ich liebe und nicht das, wovon ich dachte, ich muss das jetzt als erstes regeln. Im Laufe dessen ist mir dann halt eben, und jetzt kommen wir zu Tu, was du liebst, halt eben auch der Car Sundance, beziehungsweise die gesamte Sundance Family, über den Weg gelaufen, wo ich heute Abend auf jeden Fall auch mir mal das Webinar reinziehe, wo es darum geht, Online-Kongresse zu machen. Was für mich jetzt auch kein neuer Gedanke ist, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte, nur quasi keinen Zugang dazu hatte, und er kann einem halt eben genauso einen Zugang auch bieten. Aber ganz unabhängig davon ist halt diese Tu, was du liebst Einstellung. Also ich habe halt immer gesagt, ich mache, was mir Spaß macht, ja. Aber Tu, was du liebst, trifft es eigentlich noch viel besser. Und Tu, was du liebst, ist für mich wirklich auch inzwischen nach ganz kurzer Zeit, nach ein paar Tagen nur, wirklich auch eine Maxime geworden. Ich weiß, dass das das Richtige war, was ich getan habe am Montag. Das notfalls Unmögliche zu tun, was eigentlich gar nicht in Frage kommt, nämlich mir Geld zu leihen und um Hilfe zu bitten, damit ich das tun kann, was ich liebe. Und eigentlich habe ich gestern erst die Antwort bekommen, auf die ich ein bisschen bibbernd noch gewartet habe, nämlich, ja, mach dir keinen Kopf, wir machen das, wir regeln das, wir kriegen das hin. Wo ich halt auch einfach die Bestätigung nochmal bekommen habe, inzwischen bei über Seite 30 oder 35 im Buch, 35 habe ich schon, 35 Seiten sind schon geschrieben, könnt ihr euch dann auch mal im Facebook angucken, ich verlinke das einfach nochmal. Bin ich sehr froh über Kritik gerade und Anregungen und Fragen, weil das Buch schreibt sich gerade quasi um mich selber und da ist noch alles machbar. Und je mehr es natürlich dann durch Feedback auch abgeglichen ist, ist es natürlich dann vielmehr auch das, nicht nur das, was ich schreiben und lesen will, sondern was möglichst viele von uns lesen wollen. Und es macht mir so einen Spaß, es ist so toll, es macht so einen Spaß, nicht nur dieses Buch zu schreiben. Mir macht es einfach extrem viel Spaß, Bücher zu schreiben und Geschichten zu schreiben. Wobei das diesmal gar nicht so Geschichte ist, es ist eher was, ja, ich weiß es noch nicht, es ist anders mal wieder. Aber, ne, so kennen wir es ja, bei mir. Ja, bei mir ist halt insgesamt ziemlich viel anders, das haben viele Leute immer noch nicht so ganz durchgeblickt und verstehen bei vielen Sachen nicht, was ich mache. Das ist mit ein Grund, warum ich halt auch diese Videos mache, um es nicht mir nochmal auch laut und deutlich zu sagen und es auch zu hören, sondern halt auch eben diesen Leuten halt eben zu versuchen, es nahe zu bringen, aber wenn es nicht geht, ist das nicht mein Bier. Jetzt sind dann halt zum Beispiel auch so Sachen, was zu dem Tu, was du liebst, dazugehört, ist halt eben andere auch das tun zu lassen, was sie lieben oder zumindest wovon sie glauben, dass es das ist, was sie lieben und wie auch immer, aber sich halt vor allen Dingen einfach mal auf sich selber zu konzentrieren, gerade primär, um dann auch rauszufinden, wie man mit anderen halt eben kooperieren und im Miteinander agieren kann. Und dann ist das nämlich auch wieder was ganz anderes, wenn wir sagen, tu, was du liebst und konzentrier dich gerade mal auf dich, wirf deinen Fokus auf dich, achte auf dich, dann meinen wir damit nicht, ignoriere alle anderen. Aber hör auf, vor den Türen aller anderen zu kehren. Das ist nicht dein Zuständigkeitsbereich. Dein Zuständigkeitsbereich liegt bei dir. Und das ist das, was auch in der letzten Zeit immer deutlicher wird, dass es sehr, sehr hilfreich ist, sich auch diesem Zuständigkeitsbereich mal wieder zu widmen. Mal bei Zuständigkeitsbereich nehmen wir einfach Verantwortung. Ja, und ich rede halt eben die ganze Zeit von Eigenverantwortlichkeit. Ich rede von Eigenverantwortung und ich rede halt eben davon, dass man sein Leben so lebt, dass man selber da auch kein Problem mit hat und andere auch nicht. Und
Das funktioniert nur, wenn man sich selbst gehorcht und dabei auf alle anderen und ihre Ratschläge hört und sie auch zur Kenntnis nimmt. Und deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit. Das, womit ich in der letzten Zeit, gebe ich zu, ein Problem habe, was ich für mich ganz einfach löse, indem ich das halt aus meiner Wahrnehmung rationalisiere und mich nicht damit weiter beschäftige und groß über aufrege. Aber das mache ich halt eben, indem ich gewisse Texte poste, die dann mitunter von den Leuten sehr missverstanden werden. So wie gestern Abend halt auch, wo ich einen Text gepostet habe, der mir, das war auch ein Fundstück, das habe ich nicht selber geschrieben, der mir aber irgendwie so ein bisschen aus der Seele sprach und halt eben sagt, so, mir ist das langsam egal, was die anderen alle wollen, ob die jetzt halt, dann lasse halt weiter im Krieg und in der Pampa leben. Und ganz im Ernst, wir gehen immer davon aus, wir Friedensbringer und Lichtarbeiter, dass alle im Frieden und im Licht leben wollen. Aber ganz im Ernst, das ist eigentlich eine ich weiß nicht, wo die Beobachtung herkommt. Ich habe es ja selber. Aber wenn ich mir das mal realistisch angucke, sind so viele Leute gerade noch so extrem fasziniert vom Krieg, dass ich gar keine... Also deswegen findet er ja noch statt. Er würde ja nicht stattfinden, wenn die Leute wirklich partout das Interesse mal verlieren würden, keine Kriegsfilme mehr gucken würden, keine Kriegsspiele mehr spielen würden, auch im Krieg einfach niemanden mehr umbringen würden und solche Sachen. Und das passiert nicht. Und das passiert nicht, weil die Leute gerade einfach noch nicht so weit sind. Und jetzt gibt es für uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns von denen aufhalten und machen auch nicht besser und sind immer noch zwiegespalten und sind einfach, lassen uns von diesen Leuten aufhalten und tun nicht, was wir lieben, oder eben wohl. Und lassen uns von denen nicht aufhalten. Und ich bin gerade halt dabei, meine Sichtweise so zu untermauern mit allem, was ich finde und mir aus dem Kopf drücken kann, um das eben so zu gestalten, dass wir halt eben unabhängig von denen, auf die wir eigentlich warten müssen. Ja, das ist doch nichts Neues. Der Bauch erzählt das schon seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren und seit den 2020 steht, sagt der Bauch, seid die selber die, auf die ihr wartet. So, und gestern dieser Text, dieser Post, den ich ja gemacht habe in Facebook, den ich einfach nur weitergeteilt habe, sagte eigentlich überhaupt nichts anderes aus. Da haben sich so viele Leute dran gestoßen. Und ich möchte jetzt überhaupt gar nicht sagen, was ich darin sehe, weil dann bin ich sofort noch wieder der Extra-Boomer. Aber es ist so, dass wenn jemand anderen immer noch Schlafschaf nennt, sorry, da habt ihr selber noch überhaupt nicht viel begriffen. Dann schlaft ihr selber noch, weil ihr mit den Schlafschafen noch beschäftigt seid. Versteht ihr nicht, ne? Aber ihr seid mit Schlafschafen beschäftigt. Ihr seid damit beschäftigt, was die nicht tun und wie schön die Welt sein könnte, wenn sie es denn täten. Ihr macht euch zum Opfer dieser Schlafschafe. Ja, die sind scheiße. Aber ihr seid noch viel mehr scheiße und das tut euch richtig weh. Ihr seid noch viel mehr scheiße, weil ihr euch überhaupt nicht traut, was zu machen. Und dann schiebt das auf die, die es auch nicht tun. Das bringt euch aber nichts. Und dann rege ich mich nicht darüber auf, wenn ich da so drauf antworte. Das ist einfach ganz normal geantwortet. Da bin ich gerade niemandem böse. Ich habe es überhaupt gar nicht nötig, aggressiv zu sein. Ich bin nur klar und rational und eventuell zwischendurch ein bisschen überdeutlich, weil ich mir hier selber auch immer noch beim Reden zuhöre. Ich weiß, dass ich hier mit mir rede und nur scheinbar mit euch. Deswegen habe ich das Problem mit den anderen nicht mehr, weil ich mein Leben lebe. Und deswegen brauche ich nicht mehr auf andere Leute zu warten. Deswegen brauche ich mich nicht mehr um eine kritische Masse, um den Aufbau einer kritischen Masse zu kümmern. Ich weiß, dass es sowieso kommt. Ich weiß, dass diese kritische Masse kommt. Aber da kann man nichts für tun, bis auf selber vorleben. Aber von jemandem, der da nur sitzt und rumnölt und gegen die Schlafschafe irgendwie wettert, der ist keine Hilfe für auch nur ein einziges Schlafschaf. Weil die werden von euch nicht eine Information entgegennehmen können, weil wie soll ihnen die Verpackung schmecken, die ihr ihnen liefert? Es ist genau das Gleiche, du willst das hier gerade nicht hören und weißt ganz genau, dass du angesprochen bist. Und andere nicht, die fühlen sich nämlich gerade nicht angesprochen. Wahrnehmung ist selektiv, da haben wir es wieder.
Habe ich von dir gesprochen? Habe ich von dir gesprochen? Das kannst nur du selber sagen. Ich rede gerade von niemandem im Speziellen. Ich habe gerade niemanden außer mir selber persönlich im Sinn. Und jeder, der sich hier angegriffen fühlt, sollte sich bewusst machen, dass das seine eigene Schuld ist. Ich habe gerade niemanden angegriffen. Ich habe nur gesagt, es bringt nichts, wenn ihr euch als was Besseres empfindet als die anderen, weil dann seid ihr immer noch nichts Besseres als die anderen. Dann seid ihr nur ein paar andere, die sich besser fühlen als andere. Was denn mal mit Augenhöhe? Wo ist denn die Anarchie in unserem Leben, nach der wir die ganze Zeit schreien? Das Gegenteil von Hierarchie. Wo ist die Augenhöhe in unserem Leben? Das interessiert mich. Die interessiert mich. Und nicht, wer welchen Scheiß gemacht hat und wer dafür der Schuldige ist und dafür zuständig und bla bla bla. Für alles, was in den Medien gepostet wird, seid ihr noch am meisten mitschuld, wenn es weiter postet. Das ist überhaupt, das sind schon solche Sachen. Ihr macht dadurch die Welt nicht besser. Ihr denkt, ihr macht das, aber wenn ihr genau hinguckt, findet ihr selber raus, dass ihr die Welt dadurch nicht besser macht, dass ihr weiterhin zeigt, wie grausam und schlimm sie ist. Vor allen Dingen werdet ihr auf die Weise die schöne Welt überhaupt gar nicht sehen. Für euch ist das dann hier, wenn ihr sowas seht, dann wahrscheinlich dementsprechend ein Witz. Ja? Das war meine Welt, in der ich lebe. So, der Störenfried da hinten mit seiner scheiß Kreissäge stört mich nicht die Bohne. Der interessiert mich nicht. Der geht dann gleich in den Mathe-Widerschluss. Das ist überhaupt kein Problem. Diese scheiß Arschloch-Grillen hier. Hör auf mit deinem Krach. Siehst du, es interessiert noch nicht mal. Es interessiert die scheiß Welt noch nicht mal, wenn ich sie scheiße finde. Also warum soll ich sie scheiße finden? Hat irgendjemand jemals aufgehört, weil ihr gesagt habt, hört bitte auf zu streiten? Eventuell vielleicht eure Eltern oder eure Kinder oder eure Geschwister, wenn ihr... Aber das ist es. Hört bitte auf zu streiten. Hört bitte auf zu streiten. Egal welche Meinung ihr habt, hört bitte auf zu streiten. Das macht die Welt besser. Aber sich als jemand Besseren zu empfinden als irgendjemand anderen, das hilft uns nicht aus der Dualität und auch nicht aus dem Hamsterrad und auch nicht aus der Hölle raus. Das ist die Hölle. Die ist dadurch definiert. Wir können so scheiße fühlen, weil irgendjemand meint, er müsse sich besser fühlen und uns deswegen runtermachen. Wenn ihr euch fragt, wo euer Selbstwertgefühl ist und die Antwort darauf im Keller, ja, dann macht euch mal Gedanken darüber, wie das da gelandet sein kann. Wie viele Leute in eurem Leben haben euch gesagt, dass ihr wertlos seid? Und wie vielen Leuten wart ihr bescheuert genug zu glauben? Das ist nicht die Leute schuld, die haben das gesagt, aber ihr habt euch den Scheiß reingepfiffen. Es waren genauso Leute da, die euch gesagt haben, ihr seid super. Aber denen habt ihr nicht geglaubt, weil das wahrscheinlich weniger waren. Das ist aber euer Problem. Und das könnt nur ihr lösen. Und das bringt nichts, dann auf irgendwelche Schlafschafe zu zeigen und denen die ganze Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass die Welt immer noch so scheiße ist, wie sie ist. Die können an eurer Welt überhaupt gar nichts ändern. So, und jetzt gehe ich hier nochmal durch und ich bedanke mich für die ganzen Grillen, die da oben so toll zirpen. Und sehe in derselben Welt, die ich gerade eben gesehen habe, in der Scheißwelt, keine Scheiße, kein bisschen, gar nicht. Ich sehe nur Schönheit. Ich sehe einfach nur, ich sehe, wie toll mein Leben ist und wie dankbar ich sein darf und kann und es auch bin und wie undankbar ich wäre, wenn ich mich über irgendwas zu beschweren wüsste. Und ich beschwere mich hier auch nicht. Ich beschwere mich auch über niemanden. Ich wundere mich nur und denke laut. Und das lasse ich mir auch nicht vermiesen von denen, die meinen, sie könnten mich da dadurch, dass sie mich jetzt da anmachen, mich davon abhalten. Und mir dann erzählen, ich würde mich aufregen und ich wäre aggro. Ich bin nicht aggro. Ich bin in keinster Weise aggro, bloß weil ich Sachen schreibe, die euch extrem gegen den Strich gehen. Das hättet ihr gerne, weil dann könntet ihr mit mir streiten und dann könntet ihr mich doof finden, die Sache abschließen. Aber so könnt ihr das nicht.
Und das ist euer Problem. Und deswegen habt ihr ein Problem mit mir, wenn ich solche Sachen poste. Andere haben dieses Problem noch explizit nicht. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass andere Leute Zuspruch geschrieben haben. Die sind natürlich auch doof. Ne? Ja, und so tue ich, was ich liebe. In diesem Moment tue ich, was ich liebe. Und pass mal auf, bloß weil ich liebe, hier diesen... Ich liebe es, ich liebe es. Ist das schön. Hallo Hund, dich liebe ich auch. Willst du mal Bescheid, willst du mal Hallo sagen? Guck mal. Hallo? Schisser. Tito liebt es nicht im Wasser. Er mag es nicht. Aber ich liebe es. So, und deswegen bin ich hierher gekommen heute, um dieses Video zu machen. Und nicht, weil ich es da unten auf der Finca unter meinem tollen Freund nicht auch toll fände, aber gerade war mir nach Wasser. Schon wieder, ne? Trockene Fresse, kennen wir schon aus dem letzten Video. Ja. Wo wir gerade beim Thema sind. Ihr seid so geil, ihr seid so schnuckelig. Ich finde das so schön, wie viel Zuspruch der sexy Bauchi von irgendwelchen Ladies bekommen hat. Und was für ein leckeres Stück Fleisch der Bauchi offensichtlich ist. Und offensichtlich nicht nur für Veganerinnen. Und das ist auch sowas. Das hätte ich mich vor einem Jahr niemals getraut. Nie im Leben nicht. Und wenn ich den Kai nicht hätte, hätte ich es wahrscheinlich immer noch nicht mich getraut, mich einfach mal sexy zu finden und mich einfach mal sexy zu präsentieren. Trotz meiner Bauchschürze hier, ja, also selbst wenn ich jetzt, ne, ich bin jetzt auf, ich habe mich mal auf eine Waage gestellt, ich bin nur tatsächlich mal auf 120 Kilo hoch, ne. Also das sind das jetzt 10 Kilo mehr als das, was ich normalerweise üblich als Maximum habe. Was jetzt für mich kein Drama ist und überhaupt, mir geht es ja prima. Aber mich mit dem Gedanken auf jeden Fall jetzt beschäftigt, mich nochmal ein bisschen dünner zu manifestieren. Wobei ich halt eben da diesen blöden Punkt habe, dass ich eben, wenn ich zu dünn werde, mir auch nicht mehr gefalle. Also unter 90 ist es dann für mich genauso blöd wie über 110. Also mein Wohlfühlgewicht ist 100 Kilo. Und da habe ich halt eben diese Speckschürze, weil ich mal 140 Kilo gewogen habe und das ganze Volumen ja auch irgendwo reinpassen musste und die Haut sich dementsprechend gedingst hat und ich nun mal einfach nicht derjenige bin, der sich dann hinter bei sowas da operieren oder überschüssigen Zeug wegschneiden lässt. Wobei, hey, scheiß drauf, Mann. Ne, wenn das dann, keine Ahnung, vielleicht, aber ich glaube, ich kriege das anders hin. Und das ist das, wo ich jetzt einfach auch nochmal ein bisschen anfange, mit meinem Körper zu spielen. Es gibt Gründe, das könnte ich jetzt gerade überhaupt gar nicht machen, wenn ich nicht auf 120 Kilo mich wieder hochgeschaukelt hätte. Ich habe mich gar nicht hochgeschaukelt, ich bin da kontinuierlich hin. Also das ist bei mir auch irgendwie kein Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt findet bei mir ganz normal statt. Ich nehme immer ab und zu. Ich habe nie ein Standardgewicht. Das ist bei mir mal so. Und das ist einfach für mich völlig okay so, weil ich mich da, das ist eigentlich bei jedem anderen auch so. Nur wenn man halt eben da nicht so flexibel denken kann wie ich, dann kommt man da eben leicht in die Bedrohung und meint, man ist zu schwer oder zu leicht und muss dann was dagegen tun. Und das kann dann natürlich dann auch noch zur totalen, wie nennt man das, zu einer Sucht werden. Ne? Dann wird man magersüchtig oder fettsüchtig oder wie auch immer. Und dann, das sind einfach irgendwie wieder Extreme, die halt eben durch das, was ich nicht habe, eben dann stattfinden. Nämlich sich übermäßig viele Gedanken darüber zu machen. Ich habe halt eben mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie es geht, mich so zu akzeptieren, wie ich in diesem Moment bin. Und das macht es mir um einiges leichter. Vor allen Dingen habe ich dann in der Zeit halt eben Zeit, Dinge zu tun, die ich liebe. Und nicht Dinge zu tun, von denen ich den Eindruck habe, dass ich sie tun muss.
Hört ihr die? Es ist warm. Ja, so sieht das aus. Das sind alles so Gedanken, die ich mal einfach gerade so ein bisschen mit euch teilen wollte und selber auch mal ausgesprochen hören. Ich kann mir das Video auch nachher nochmal angucken. Für mich ist das immer so eine Möglichkeit aufzuräumen. Ja. Da geht es auch in meinem neuen Buch drum. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Ich habe die ersten 35 Seiten jetzt auch schon online. Einfach mal in die Nu Era, das Spiel, Gruppe gehen oder auf meiner Wall gucken. Im Facebook. Und ja, lest mal rein, lest euch durch und sagt mir einfach, was ihr denkt. Also bin da ganz froh für die Hilfe, die ich dann auch noch so bekomme. Ne? Ja, so langsam kommt nichts mehr. Ich sag einfach mal Tschüss mit F und lasst euch gut gehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tada!